So, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. So, wie ihr schon beim Beitritt sehen könnt, der Schnee ist back. Der Snow ist da, der Schnee. So, ja, aber das ist nicht die einzige Neuerung in GTA Online heute. So, dann ihr bekommt wieder für das Oppressor Bike die Standard Designs, die zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Nicht nur das, sondern ihr bekommt auch noch etwas anderes. Das bekomme ich aber erst, sobald ich den Bunker verlassen habe. Und sobald ihr den Bunker verlasst oder euer Bikerclub verlasst, euer Apartment verlasst oder bekommt ihr Folgendes. Könnt ihr hier unten gerade sehen. Das bekommt ihr dann alles kostenlos. Und wollte ich jetzt und dann ist, wie ja schon gesehen, kein neues Fahrzeug erschienen, aber da war ein Fahrzeug kostenlos und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich selbst besitze das Fahrzeug schon, ich kann es nicht kaufen, das werde ich euch auch zeigen. Dieses hier ist kostenlos, ihr habt einmalig die Chance es zu kaufen. Aber da ich das schon habe, kann ich es nicht kaufen. Also wer es hat, der kann es kaufen. Wer es hat, hat Pech gehabt. Für den ist es nichts Besonderes heute. Ja, dann kann man wieder Schneebälle aufheben. Machen wir hier unbewaffnet. Und man kann wieder Schneebälle schmeißen. Let's go, Schneeballschlacht. Ja, das ist eigentlich alles, was heute neu dazugekommen ist. Ja, dann loggt euch fleißig kurz einmal ein. Wie ihr gesehen habt, es dauert nicht lange und ihr habt alles erhalten, was ihr braucht. So, dann bin ich raus, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht zu weit, euer Zockerbeast 91.